Wimbledon schweren Herzens verlassen. Ja. War nicht so einfach, aber wir müssen ja weiter. Wir sind auf dem Weg nach Port Macquarie, gucken uns das Koala Hospital an. Ja, ein bisschen Wäsche waschen, was halt so anfällt. Auto waschen. Auto waschen. Und gestern war ich noch surfen, hab vom Kid eine Surfstunde bekommen. Hat auch ganz gut geklappt, jetzt ist mein Knie nur etwas blau. Aber es geht wieder weg. Heute Morgen wollten wir auch noch mal surfen, aber es gab keine guten Wellen leider. Also wurde das nichts. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg, sind beide noch ein bisschen traurig, dass wir doch fahren mussten, weil es war so schön. Ein wirklich schönes Fleckchen Erde da und so nette Leute. Das ist der Wahnsinn. Ja, wir wären gerne noch länger geblieben, aber jetzt geht's auf zu neuen Abenteuern. So, an unserem Ziel angekommen, vorher noch ein paar Dinge erledigt, die einkaufen und waschen, sind wir jetzt am Koala Hospital. Hier sind zwei Koalas im Gehege, die sind beide blind. Einer ist noch ganz neu und läuft deswegen immer im Kreis auf dem Boden, um seine neue Umgebung abzutasten. Wir haben viele Koalas, die bei Waldbränden verletzt wurden, ganz schwer verletzt. Oder auch Autounfälle, Hundeattacken. Ja, ganz furchtbar. Aber die meisten überleben hier und manche können wieder ausgesiedelt werden, manche nicht. Ja, und danach geht es ihnen hoffentlich wieder gut.